Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire 2. Wir sind nach den jüngsten Ereignissen in der letzten Folge hier in Infinity angekommen. Ich habe beim letzten Mal versäumt, hier einmal kurz einen Blick reinzuwerfen, um zu schauen, wie dieser Ort überhaupt heißt, wo wir uns jetzt befinden. Und es riecht alles gerade ganz, ganz stark nach Endgame, sage ich mal. Ich habe mich jetzt hoffentlich ausreichend vorbereitet für das, was uns hier erwartet. Wir haben beim letzten Mal schon einen ersten Blick reingeworfen in die Gegnerlandschaft, haben zwei Gegner hier kennengelernt. Diesen grünen Reiter da unten, den kennen wir auch. Allerdings haben wir den nicht hier angetroffen, sondern über einen der Seiteneingänge, die der Drache ehemals links und rechts hier bewacht hatte. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben einen ganz guten Stand. Ich bin noch ein bisschen verhalten, weil ich natürlich nicht weiß, was jetzt hier alles noch kommt und alles und überhaupt. Aber wir schauen mal, wie es hier so läuft. Ich werde jetzt mal Angel ausprobieren. Das wollte ich in der letzten Folge eigentlich schon machen. Dazu ist es nicht wirklich gekommen. Ich würde mal meinen, dass ich mit meinem 35er, 36er Level, gut, bei Dings, bei Paulus ist dann auch meine 41. Ich meine, dass wir damit ganz gut aufgestellt sein sollten. Oh, Angel hat gar kein Damage bei Humus ausgeteilt. Das ist interessant. Weil gerade bei dem Gegner hätte ich am ehesten noch vermutet, dass wir damit am ehesten den Weak Spot erwischen, sage ich mal. So, ja, ich habe mich ja noch mal ein bisschen mit AP-Items eingedeckt und hoffe, dass das ausreicht, um hier siegreich hervorzugehen. Wir werden mal schauen. Mir ist klar, dass ich jetzt vermutlich gerade den Umweg laufe und oben das Ganze hätte abkürzen können mit, guck mal, jetzt kann ich aber abhauen. Also wenn wir den Kampfvorteil haben, ich weiß, das ist vielleicht taktisch jetzt nicht so klug. Oh, hallo, ich habe Smoke aktiv. Oh. Big Hand. Den kennen wir noch nicht. Eigentlich würde ich jetzt sagen, lass uns flüchten. Aber den sollten wir uns vielleicht dann doch mal angucken. Ich greife mal mit Stan normal an. Und mit ihr, weiß ich nicht, habe ich einen starken Einzelangriff? Hier Freezing, aber der sieht aus, als würde der selber aus irgendeinem Schneegebiet kommen. Ich versuch's mal mit Flame. 290, da hat er aber einen abgelassen, der gute Stan. Gerne mehr davon. Vielleicht ist das nämlich so ein Gegner, der uns hier besonders viele Erfahrungspunkte da lässt. Das wäre natürlich cool. Wow, der hält aber aus. Der hält aber aus. Zwei Critical Hits von meinen Haupt-Damage-Dealern und der steht immer noch. Das ist meine Ansage. Ich werde jetzt mit Nina keine weiteren AP mehr verschwenden. Holy moly, okay. Oh nein, der boxt zweimal. Das ist ungeil. Aber die konzentrieren sich gerade alle auf Paul. Das ist okay. Den kriege ich schnell wieder hochgeheilt und der ist down. Wow, ein Einzelner. Gibt fast 11.000. Und Paul hat ein neues Level-Up. Das ist sehr gut. Oh, ich habe Mammut-CL bekommen. Gott sei Dank habe ich noch ein Plätzchen frei hier bei den Items, weil ich bin, als ich hier an den Start gegangen bin, eigentlich mit einem schon vollen Inventar eingestiegen. Protective Armor. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Für ihn ist es auf jeden Fall nichts. Oha! Okay, das ist aber ein Riesensprung nach vorne. Krass. Ich glaube, ich wäre dumm, wenn ich ihm das jetzt nicht geben würde, oder? Ich meine, in den meisten Fällen kommt Rand ja sowieso als letztes ran. Und ich glaube, dass seine Rüstung auch sehr alt ist. Also ich glaube, die ist schon, weil der halt so wenig tragen kann, ne? Ich konnte dem auch dieses andere hier nicht anlegen, was die anderen alle tragen. Nee, nicht das hier, sondern dieses Mother RB, diese Mother Rope soll das vermutlich heißen. Das konnte er ja auch nicht tragen. Insofern, ja, ist der jetzt unsere letzte Bastion, wenn es rein um die Defensive geht. Und dafür habe ich ihn ja unter anderem auch im Team. Von daher ist das schon okay so. Nee, nicht Q3. Ich denke immer, dass Q3, wenn ich mich nicht ein bisschen konzentriere, dass das der Zauber ist, der mich einmal komplett hochheilt. Aber den hat er halt nicht. Den hat irgendjemand anderes irgendwann mal gelernt. Okay, also würde ich den Weg nochmal laufen, dann würde ich die Abkürzung dann nehmen, die man extra für
Stan-User, sage ich mal, eingerichtet hat. Aber was nicht geht, das geht nicht. Okay. Ich würde halt gerne mal probieren, ob man hier abhauen kann. Aber wisst ihr was? Man kann das System eigentlich voll bescheißen, ne? Wenn ich jetzt hier... Guck mal. Ich könnte mich damit richtig durch den Dungeon mogeln, ne? Das ist mir vorher nie eingefallen. Aber damit könnte man sich das Leben hier ein bisschen erleichtern. Das ist aber hart cheaten. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich will das eigentlich nicht. Aber es ist... Oh, es ist scheiße, wenn du so ein Hintertürchen hast, was dir das Spiel halt erleichtert, dem nicht zu widerstehen, davon auch Gebrauch zu machen, ne? Ich versuche mal normal zu spielen und guck, wie weit ich damit komme. Das bedeutet dann auch, dass ich Gegner wie ihmchen hier auch attackiere. Ob es noch irgendwas gibt, was sinnvoller ist als Flame? Flame hat vorhin 143 Damage oder so ausgeteilt, ne? Defense down, okay. Ich glaube, ich weiß, wen er als nächstes boxen wird. Aber Rand, ne? Das ist ja der Tank vom Dienst jetzt gerade. Der hat auch mit Abstand die meisten LP. Und, kann man mal machen. Ich glaube, ich werde, bevor ich jetzt weiterlaufe, ich darf das nur nicht vergessen, werde ich dem einmal... ich werde einmal aus dem Inventar Dings rausschmeißen müssen. Irgendwas. Wahrscheinlich das, was er jetzt gerade abgelegt hat. Einfach nur, falls nochmal ein Drop kommt, dass ich dafür auch Platz in meinem Inventar habe. Aber ich finde es gut, dass der Big Hand Gegner, dass der primär meine Leute aus der ersten Reihe attackiert. Das ist schön. Das ist schön und das ist hilfreich. Boah, aber was der aushält. Junge, Junge, ich gehe jetzt hier mal kurz auf Auto. Damit war es das auch. Stan wird vermutlich seine Form auch bald verlieren. Rand hat ein Level Up, das ist schön. So, warte mal, einmal ganz kurz Platz machen, bevor es jetzt hier zum großen Knall kommt und mir irgendjemand was Krasses droppen will, was ich dann nicht mehr tragen kann. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, hier, das war das hier, ne? Nee. Was war denn das, was er gerade abgelegt hat? Moment, nein, ich wollte nicht raus. Einmal auf Equip, einmal auf Rand. Spirit RB. So, weil Spirit RB kann vermutlich kein anderer tragen, oder? Also sie schon. Aber ist halt deutlich schwächer. So, warte mal. Items. Trash. Da oben ist es. Da oben ist es. Hier gleich. Protective Armor. Genau. Really throw away. Yes. So. Jetzt haben wir nämlich ein Slötchen frei. Und dann kann ich hier... Oh. Ey, wenn das im ganzen Dungeon hier so bleibt mit der Encounter-Rate, dann werden wir hier bestimmt mindestens 10 Parts versenken. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist einfach nur... Einfach nur belastend. Aber wir gucken mal. Ich meine, ein bisschen profitieren wir ja auch von den Kämpfen. Ist ja nicht so, dass sie gar nichts abwerfen. Aber es ist mühselig. Es ist mühselig. Ich frage mich, wie hoch die prozentuale Chance bei jedem einzelnen Kampf ist, hier erfolgreich flüchten zu können. Das würde als grobe Ausrichtung, wäre das schon mal irgendwie hilfreich, das zu wissen. Wenn der nicht zweimal manchmal angreifen würde, dann wäre das ja auch alles ein bisschen entspannter. Und schon wieder kriegt Paul aufs Fressbrett. Können wir den jetzt bitte einmal finishen? Das wäre ganz wundervoll. Dankeschön. So, kann es sein, dass mein Smoke-Effekt wieder abgeklungen ist? Ich habe das Gefühl, dass jetzt hier schon wieder alles in sehr kurzen Zeitabständen passiert. Ich werde jetzt einmal Extrakt einsetzen. So, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir auch den Platz gerade so ein bisschen gebrauchen können. So, und wenn ich schon mal hier bin, lass uns mal kurz gucken. Ah ja, okay, Smoke ist tatsächlich abgeklungen, alles klar. Obtains Shiny BR. Was ist denn Shiny BR? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Wo bist du? Ganz oben, da wo ich ganz schön irgendwas verbraten habe. Hier. Prevent Abnormal Status. Ich habe, glaube ich, gerade eine Schleife gefunden. Kann das sein? Ja. Ja. Warte mal, hat irgendjemand noch einen freien Slot zufällig? Nö. Okay, ich glaube, es macht am meisten Sinn, ihm das zu geben, weil ich mit der Rod, die er aktuell angelegt hat, genauso mit dem hier, gerade herzlich wenig anfangen kann. Eigentlich hätte ich noch irgendwie, bevor ich jetzt hier in den Dungeon
eingestiegen bin, nochmal gucken können, dass ich für Paul noch irgendwas Schönes finde, was ihm hier vielleicht im Kampf unter die Arme greift. Aber das Item von gerade eben, das ist schon mal ein guter Anfang. So, wir greifen jetzt erstmal alle wieder Humus an. Bei ihr, oh Gott, ich vergesse immer, was ich hier schon alles ausprobiert habe und was nicht. Kann es sein, dass ich Flame gegen diese Gegner noch nicht vertestet habe? Machen wir das einfach mal. Sehr gut gedodged, mein lieber Rand. Ja, die sind zeitintensiv, aber okayisch. Ich glaube, diese Gegnerkonstellation, die werde ich dann ab sofort auch rausschneiden. Wow, kein Zauber hilft. Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall ein Problem. Was habe ich denn noch nicht probiert? Eigentlich hätte ich mir das irgendwie mal notieren müssen oder so. Oder ich bräuchte eine feste Abfolge, in der ich das alles nach und nach verteste. Aber ich werde jetzt nicht nochmal mit ihr zaubern. Ich habe eigentlich genügend AP, um hier hoch zu heilen. Aber bei den Gegnern ist das, finde ich, nicht wirklich notwendig. Wobei ich auch den Tag nicht vor dem Abend loben möchte, weil ich kann mir vorstellen, wenn du richtig Pech hast, dann haben die hier auch Zeug in petto, was ordentlich austeilen kann. Und vielleicht kommt das einfach nur selten, ich weiß nicht. Also in so einem Gebiet glaube ich irgendwie nicht, dass das alles ist, was sie drauf haben. Oder ich bin mit meinem Equipment und mit meinem Level vielleicht gar nicht so schlecht unterwegs. Das kann natürlich auch sein. So, dann können wir gleich wieder 3 Schritte laufen, bevor der nächste Kampf startet. Es ist jedes Mal ein inneres und äußeres Freudenfest. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Heilung. So. Ich weiß nicht, wann Smoke abklingt. Zählt das nach Anzahl der Kämpfe oder zählt das nach gelaufenen Schritten oder woran wird das festgemacht? Auf jeden Fall steht jetzt vermutlich ein Gebietswechsel an. Ja. Oh, ich weiß, wo ich bin. Glaube ich. Hier links müsste jetzt eine Kiste irgendwo sein. Nur leider sehe ich keinen Fahrstuhl. Oh mein Gott. Der uns irgendwie rüberbringt. Oh mein Gott, das ist dann wohl ein Earth Dragon, würde ich anhand der Abkürzung und der Farbe mal ganz stark vermuten. Also ich bin seit, ich glaube es war Final Fantasy 4, ein bisschen gebrandmarkt, wenn es darum geht, dass in den letzten Dungeons oder auch in irgendwelchen mittleren Dungeons, keine Ahnung, so aus dem Nichts plötzlich Drachen auftauchen, weil ich da so die ein oder andere traumatische Begegnung schon hatte, wo ich nach zig Stunden investierter Spielzeit plötzlich ein Game-Over-Bildschirm hatte und alles nochmal spielen durfte und dann erstmal damals mein Nintendo DS so halb in die Ecke gepfeffert habe und mir dachte, leck mich Spiel, gar keinen Bock mehr, dich rühre ich nie wieder an. So, warte mal, was ist der Counterpart von Erde? Das ist Eis vermutlich nicht, Angel nicht, ist das hier Wind, oder? Wind? Wir probieren mal Typhoon. Und gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Oh mein Gott, der wird bestimmt so viel aushalten. Oh, die mit ihrem Eckbärtenmüll immer. Könnte es nicht bei einem Angriff belassen? Guck mal, ich greife dich auch nur einmal an. 148, ja, ich glaube, Typhoon ist hier ein ganz guter Berater. Oh, nicht ein einziger Critical Hit. Was ist da los, Jungs? Ihr könnt das besser. Ihr könnt doch jetzt hier nicht Nina das Feld überlassen. Jawohl. Stan reagiert direkt, wobei 125 jetzt auch nicht so der Brüller ist. Diesmal hat er Gott sei Dank nur einmal angegriffen. Aber das scheint wenigstens fair aufgeteilt zu sein, weil wenn der einmal angreift, macht er zwar weniger Schaden, aber dann bleibt es bei dem einen Angriff. Und der ist down. Wow. Ja. Ja. Die Experience, die ist schon okay. Das kann man mal mitnehmen, ne? So, erstmal wieder heilen. Ich glaube, daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass nach jeder Begegnung hier irgendwie Heilung notwendig sein wird. Ich könnte auch... Nein, bei Nina warte ich jetzt erstmal. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt schon die restlichen AP auffüllen soll. Okay, da kann ich... Oh, guck mal! Hier habe ich einen Schatz, an den ich nur rankomme, weil ich Stan mit dabei habe. Alles richtig gemacht, oder? Warum macht der nichts? Warum zieht er sich da nicht rüber? Kann der das in dieser Form nicht, oder was? Ich drücke gerade alle Knöpfe munter. Der macht nichts. Hä? Und jetzt? Das verstehe ich nicht.
Also die einzige Erklärung ist, dass seine Form jetzt mich davon abhält. Dann will ich die Form aber weghaben. Komme ich jetzt hier nicht rüber, oder was? Wollt ihr mich verkackeiern? Okay. Da muss ich die Kiste wohl liegen lassen. Oh, ist das bescheuert. Ist das bescheuert einfach. Sorry, aber warum? Naja. Vor allen Dingen, weil in den Kisten auch so gute Sachen drin sind. Kann ich denn das... Ich habe, glaube ich, ein Item, mit dem ich das rückgängig machen kann. Moment, ich habe... Warte. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich werde gleich mal probieren, da vielleicht doch noch anzukommen. Ich habe irgend so eine... Ich bin nämlich kürzlich, als ich offscreen... Ich glaube, das war in der letzten Folge, als ich nochmal alles neu eingekauft habe und mein Inventar nochmal gecheckt habe und so. Das war gerade ein Critical Hit von Nina, ne? Sehr schön. Oh, guck mal, wie sie hier gerade alle abgehen. Ich glaube, die sind alle sauer, weil wir nicht an die Kiste rankommen. Entschuldigung. Also, ich will jetzt gucken. Aber es ist eigentlich taktisch auch unklug, ihm die Form jetzt deswegen wegzunehmen, ne? Aber ich würde halt einfach nur wissen, ob das die Lösung ist. Warte mal, ich bringe mich mal erstmal wieder in Position. So, und dann schaue ich mal. Ich hatte hier nämlich irgendwas, was mit D anfing. War das, glaube ich. Hier, Divide BL. Cancel the Uniting. Das tut mir in der Seele weh, weil es mir vermutlich die nächsten Kämpfe irgendwie erschweren wird. Aber dann lasse ich die Kiste wenigstens nicht liegen. Unfassbar. Unfassbar. Und die Superform, an die komme ich jetzt vermutlich nicht mehr, ne? Aber egal. Ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt hier rankommen. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich bete, dass es sich gelohnt hat. Dass wir jetzt irgendwas Schönes bekommen. Braucht noch jemand Heilung? Nö, nicht wirklich. Warte, ich muss leider nochmal wegen Smoke gucken. Es tut mir leid. Aber ihr seht ja selber, in wie kurzen Zeitabständen hier die... Ja, und das ist auch sinnvoll. Die Kämpfe kommen, super. Und trotzdem darf ich keine 3 Schritte laufen. Oh mein Gott. Was bist du denn? Wie kann denn so ein Gegner, dieser ein Standardgegner sein? WTF. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe jetzt nur noch den schwachen Stan und alles nur wegen der Kiste, an die ich jetzt nicht rangelassen werde, weil dieses Vieh mir hier den Weg versperrt. Oh mein Gott. Ich ahne ganz, ganz Schlimmes gerade. So, wir versuchen den mal mit Freeze zu bekämpfen, weil der halt sehr feurig aussieht. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, der schlimmste Gegner von allen. Ey, überleg mal, wie hoch ich gelevelt bin. Also gefühlt bin ich hochgelevelt. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt und trotzdem kommt jetzt hier random irgend so ein Vieh ums Eck und tut so, als wäre das alles nichts wert. Oh Mann, ey. Warte mal, wenn der jetzt nochmal das Gleiche bringt, dann wird vermutlich mindestens die Hälfte des Teams sterben. Glückwunsch. Wir brauchen unbedingt Cure 3. Du greifst an und du heilst nochmal. Meine größte Angst ist gerade, dass ich auf dem Rückweg dem hier nochmal über den Weg laufe. Das war Gott sei Dank nur ein Einzelangriff. Kann der bitte einmal sterben? Bitte? Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nur für den Rückweg, wenn der jetzt nochmal meinen Weg kreuzen sollte, eventuell meine Schummeltaktik einsetze, um hier zu flüchten. Ich habe nämlich gerade dezente Panik. So, alle hochgeheilt? Na, nicht ganz. Warte mal, hier könnten wir noch was gebrauchen und langsam ist Nina auch im Need, sage ich mal, hier wieder ein paar AP zu bekommen. Das sieht jetzt nach ultra viel aus, was ich jetzt hier an Fruits mit mir rumtrage. Aber ich glaube, das wird ganz knapp. Guck mal, sie hat jetzt fast ein komplettes Package verbraucht, ne? Und davon habe ich nicht unbegrenzt viele. Ich werde mal gucken, dass ich die nächsten Kämpfe vielleicht ohne Zaubereinsatz bestritten kriege. Nein, ey Mann, ich habe doch Smoke aktiv, ey. Wer ist denn jetzt der Neue von den beiden? Der hier, Dardeluce. Das hier ist, glaube ich, der, den wir vor Guns, oder wie das heißt, immer angetroffen haben. Warte mal, ich glaube, Paul wird mal den Großen angreifen. Und die anderen, die hetze ich jetzt hier auf den Kleinen. Was mache ich jetzt mit Nina? Der AP-Verschleiß, der ist gerade ein bisschen...
Bisschen problematisch. Warte mal, S-Boom kostet 11, Typhoon kostet 14. Ich probiere mal das hier. 11 ist noch relativ okay, sage ich mal. Ach so, das war so einer, ja, das war so einer, wo man auch so wenig Schaden nur austeilt. Ja, super, das hat... Das hätte auch gleich ins Klo greifen können, Nina. Das hätte den gleichen Effekt gehabt. Mhm. Naja, steiger ruhig deinen Angriff. Das ist völlig okay. Wir sind ja hier safer, als wir jemals safe gewesen sind. Ich gehe jetzt mal mit allen auf den hinteren und warte mal. Vielleicht sollte meine Strategie auch einfach sein. In den Kämpfen. Warte mal. Power down? Nee, hatte sie nicht. Ach shit, Power Up hatte nur Blue. Blö, nicht Blue. Das heißt, das wäre ihr großer Vorteil gewesen, ne? Sie hätte nämlich immer den Vordermann, in dem Falle Paul, einfach boosten können und ja, hätte vielleicht gut geklappt. Hätte Fahrradkette, nicht? So, ich versuche jetzt mal Typhoon. Ich weiß, ich wollte ein bisschen sparsamer umgehen, aber der Gegner wird uns hier vermutlich auch nicht das letzte Mal begegnen. Ist das, warte mal, vielleicht ist das einer, wo ich eher mit Chop-Chop hätte angreifen sollen. Das wäre vielleicht irgendwie noch sinnvoll gewesen, aber... Oh, ich mache ihm so wenig Schaden. Und er wird gleich zuhauen und er wird so viel Damage austeilen. Nee, der erhöht erstmal seine Defensive. Ich habe Angst vor dem. Ich werde auf jeden Fall... Warte mal, ich habe gelernt... Ja, danke für den Hinweis. Mit den Schultertasten kann ich mich auch defensiv aufstellen. Das ist Switch. Ist aber nur die Aufstellung, oder? Oder kann ich jemanden von der Ersatzbank reinholen? Ich traue mich nicht, das auszuprobieren, aber sie wird jetzt erstmal in die Defensive zurückgehen. Ich meine, so ätzend dieser Kampf auch ist, bisher hat er nicht ausgeteilt und ist dadurch auch, jawohl, nicht wirklich gefährlich geworden. Ja, kann man mal machen. So, jetzt darf ich endlich an die Kiste, 10 Jahre später. Jetzt habe ich einen Bogen bekommen, super. Von dem ich nichts habe. Und dafür habe ich jetzt den Superpower weggenommen. Na, Glückwunsch. Buster Bow vermutlich. Ja, Bow Swap in Long Distance. Ich wette, das ist die beste Waffe des Spiels für ihn. Tja, schade, dass wir das jetzt hier nicht live und in Farbe vertesten können. Aber was willst du machen? Bitte einmal zurück. Gott sei Dank. Es hat geklappt, ohne dass noch ein Kampf kam. Das ist ganz, ganz... schön, gut und wichtig für die Psyche. So, wir gehen jetzt einfach weiter. Vielleicht sind diese krassen Gegner nämlich nur auf der anderen Seite. Dieser Dragon hier, der geht noch klar. Hier müsste ich halt nur überlegen, ob ich wirklich zaubern will oder ob wir den nicht auch so einfach down kriegen könnten. Ich lasse sie mal... Obwohl, nee, ich pack sie mal in die Defensive. Weil mit ein bisschen Geduld kriegt man den vielleicht auch hin, weil... Die Frage ist, wie viel AP pro Kampf kann ich mir eigentlich leisten? Und damit meine ich nicht nur die AP im Kampf, sondern auch die, die danach zum Heilen notwendig sind. Ich wette aber, der kann irgendeinen miesen Erdbebenangriff oder sowas auch. Und das wird dann natürlich ungemütlich, ne? Aber sag mal, mache ich gerade weniger Schaden? Hat Paul nicht vorher... mehr ausgeteilt, als er das jetzt gerade hier tut? Keine Ahnung. Aber ich finde, die Drachen sind immer noch die angenehmsten Gegner bisher von allen. Auch wenn ich ums Heilen hier nicht drum rumkomme, aber das ist okay. So, dann kann er sich einmal nochmal heilen und nach der nächsten Runde braucht er dann wieder ein bisschen AP-Schub. Aber erstmal gucken, wie weit wir hier kommen. Was ist denn hier los? Oh. Oh Gott, Kiste und Treppe. Da unten ist eine Treppe und links habe ich auch noch einen Weg. Aber hier komme ich vermutlich zu der Kiste, die ich seinerzeit eher von außen gesehen habe. Oh mein Gott. Hier werde ich flüchten, um Ressourcen zu sparen. Ich werde jetzt immer flüchten, wenn ich hier den Kampfvorteil habe. Das ist eine Whip. Das ist was für Spar. Hier kommen die ganzen guten Waffen, die ich jetzt alle leider gerade zufällig nicht nutzen kann, was sehr schade ist. Warte mal, wo ist sie? Ich muss jetzt langsam wieder... It is a whip. Das ist einfach die idiotischste Beschreibung, die ich jemals in einem Spiel gelesen habe, wirklich. Da kannst du genauso reinschreiben, das ist eine Waffe. Das ist eine Rüstung. So richtige Deppenübersetzung hier.
Ich lose while fighting. Ich muss mich jetzt von irgendwas trennen. Ich glaube, ich werde die Mother RB. Dieses Teil, was 28.000 Tacken wert ist, das werde ich jetzt einfach mal raushauen, vermutlich. Weil alles andere werde ich früher oder später irgendwann gebrauchen können. Meine Angel will ich nicht wegwerfen. Die guten Waffen will ich nicht wegwerfen. Ich meine, vielleicht ist das Spiel danach ja auch noch gar nicht vorbei. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss aus Ausschlussgründen das jetzt hier wegmachen. Ich habe trotzdem ein Problem, wenn ich jetzt natürlich für jeden... Wobei, dieses Ding hier kann ich, glaube ich, auch raushauen. Wenn ich jetzt für jeden Charakter hier eine Superwaffe finde, dann habe ich trotzdem Platzproblem. So viel steht mal fest. So, ich muss einmal nochmal gucken wegen Smoke. Oh ja, okay, ist schon wieder abgeklungen. Hauptsache erstmal updaten und dann kurz danach kommt schon wieder ein Kampf. Die beiden hatten wir bisher auch noch nicht im Doppelpack. Ich greife die mal normal an und werde ja auch wieder auf Zaubereinsatz verzichten. Mal gucken. Nach wie vor keine bösen Überraschungen bei den Viechern, aber die hinterlassen halt auch nicht wirklich viel. Ey, Leute, ey, diese Encounter-Rate, das ist einfach nur die Pest. Ich habe gerade frischen Smoke genommen, was soll das? Meine Fresse, ey, ja, komm, greif dich selber an. Was mache ich denn mit dem? Ich greife den jetzt auch ganz normal an. Ich habe jetzt im letzten Kampf mit Nina auch keine AP eingesetzt. Hier will ich auch ungern flüchten. Eigentlich ist dieser Gegner schon Jackpot, weil der geht in der Regel in einer Runde down und der gibt mir genauso viel, also ein bisschen weniger als die anderen beiden Humusse gerade eben, die aber deutlich länger brauchen, bis die halt bekämpft sind, so. Ich werde mal auf Nummer sicher gehen und jetzt hier eine Heilung rausballern und jetzt immer noch warten, bis ich das wieder auffülle. So, wo gehen wir zuerst hin? Oben oder unten? Ich meine, oben war noch eine Kiste. Ich guck mal trotzdem, wie es hier aussieht, wenn wir hier einmal weitergehen. Der ist okay. Mit dem kann ich mich arrangieren. Der ist okay. Und der Terra-Drache ist okay. Bei der geht schnell und der Drache, der wirft viel ab und geht auch relativ schnell. Alle anderen würde ich am liebsten draus flüchten, aus den Kämpfen. Weiß ich nicht. Bin so hin und her gerissen, weil wenn ich alleine spielen würde, so ehrlich muss ich sein, dann würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon Gebrauch machen, dass man hier zurückspulen kann und ich das mit der Flucht immer wieder testen könnte. Ist hier jetzt der richtige Weg? Ich würde sagen, nicht. Bin ich jetzt nicht im Anfangsraum einfach wieder? Oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer, ne? Ich glaube, das ist nicht der Anfangsraum. Ich guck mal nochmal ganz kurz. Ja, ganz kurz geht in dem Spiel halt nicht. So, ich werde jetzt... Auf diesen Kampf habe ich jetzt nämlich gerade gar keinen Bock. Warte mal, wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? So, ich sage euch, jetzt werde ich hier bestimmt in so einer Schleife gefangen sein, wo das nicht funktioniert. Okay, also mein Plan ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall nicht, der schützt sich auf jeden Fall nicht zu 100% vor solchen Situationen. Okay, dann kämpfen wir. Dann werden wir jetzt, wenn das so weitergeht, pro Part immer so zwei Räume oder so abdecken können. Wenn es größere Räume werden, dann auch mal ein Raum oder so. Gar kein Thema, haben ja nichts anderes, nichts Besseres zu tun. Ist voll okay. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Schaden macht, Nina, wenn sie angreift. Wir gucken mal, ob da irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. Ich meine, die sind eigentlich so wie die Humus-Gegner. Wir können jetzt hier mal ein bisschen vergleichen. Weil die Humus-Dinger haben zwischen 7.000 und 8.000 gegeben im Doppelpack, also an Erfahrung jetzt. Die hier, würde ich sagen, dauern deutlich länger. Aber vielleicht geben sie auch doppelt so viel, keine Ahnung. So. Eigentlich müsste ich hier zaubern, aber nee... Nee, ich habe deren Weak Spot auch noch gar nicht gefunden, ne? Ah, die sind ätzend. Die sind ätzend. Mann, ey, was wäre das für ein geiles Spiel, wenn du nicht so nonstop ausgebremst werden würdest, ne? Das ist so... Ich will so gerne, aber ich kann nicht so. Das ist so... Das ist so belastend manchmal. Aber nur manchmal. Manchmal ist es auch okay. Ich bin mir gerade selber einfach sehr dankbar dafür, dass ich seinerzeit
mich dazu entschlossen habe, ein bisschen zu leveln. Denn wenn ich mir jetzt hier vorstelle, alle so 6-7 Level unter dem, was sie jetzt haben, wie ätzend muss das dann sein? Ich frage mich, ich meine, viele von uns haben ja alle so ein bisschen die gleiche Altersgruppe, sage ich mal. Wir sind ja alle so ungefähr, also nicht alle, aber viele von uns ungefähr so gleicher Jahrgang. Ich bin ja Baujahr 85. Hat er mir gerade AP abgezwackt? Die brauche ich für meinen Drachen. Die darfst du mir nicht einfach so wegnehmen. Was ein Honk, ey. Aber guck mal, das sind tatsächlich ungefähr doppelt so viele Erfahrungspunkte. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt muss ich ihm leider... Ey, jetzt ist er nicht mal voll. Boah, was für Drecksgegner einfach. Wegen 2 AP muss ich ihm jetzt nochmal so einen Müll hier einflößen, ey. Glückwunsch. Ja, was ich fragen wollte. Wie habt ihr das früher gemacht? Wenn ihr das Spiel damals gespielt habt, als es rausgekommen ist, ohne Internet, ohne Guides, ohne sonst was, wie findet man sich hier zurecht? Ich finde das super, super schwierig. Obwohl ich hier schon so ein paar Mittel und Wege habe, sage ich mal, ne, mit Zurückspulen und hast du nicht gesehen, mir das Leben hier ein bisschen zu vereinfachen. Aber wie soll das damals funktioniert haben? Da musste ja, keine Ahnung, um hier bestehen zu können, dich nochmal 10-mal so viel überlevelt haben, wie ich jetzt hier. Ich bin vermutlich nicht mal überlevelt. Je länger ich spiele, desto eher habe ich das Gefühl, dass ich eher noch ein paar Schippen hätte drauflegen können. Aber... schwierig. Und schon wieder. Aber der ist okay. Und da ist der Paul tot. Schön. Mega. Bin richtig tiefenentspannt gerade. Ganz wundervoll. Genau so habe ich meine Spiele gern. Warte mal, nee, er sollte das vielleicht nicht unbedingt machen, weil er als letztes an die Reihe kommt. Stan kommt vor Nina dran, ne? Deswegen sollte Stan derjenige sein, der ihm jetzt hier Wiederbelebung gibt. Was waren das nochmal? Live PL, ne? Glaube ich, ja. Ja, und sie verteidigt sich mal lieber. Der war ja auch Heilung unterwegs gewesen, ihr habt es vielleicht gesehen, aber ein bisschen zu spät. Der ist halt 2-mal mit einem Doppel-Eckbert auf Paul losgegangen. Und was ich auch nicht verstehe, ich habe vor ein paar Minuten, ich glaube, das war noch in dieser Folge, habe ich noch gesagt, dass es wenigstens fair, dass wenn er weniger Schaden macht, dass er dann 2-mal angreift und wenn er dann mehr Schaden macht, dann aber nur 1-mal angreift. Und der hat mit seinem 3-stelligen Schaden dann aber Eckbert gemacht. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen gar nicht zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Fairness-Aspekt, der greift nicht. Ich hatte nur in dem Kampf, wo ich zu dieser Conclusion gekommen bin, da hatte ich vermutlich einfach nur Glück. Nicht mehr und nicht weniger. So. Gruppenheilung könnte man drüber nachdenken, aber die sind mir jetzt alle noch zu stabil. Jetzt, dass ich jetzt hier nochmal um mich schmeißen will mit Heilung. Einmal wieder Smoke abchecken. No reason to use it. Ja, das sagst du. Das sagst du, Spiel. Ich sehe das ein bisschen anders. Shiny HT. Das könnte ein Helmet sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, zumindest naheliegend. Habe ich noch Platz über? Ja, ein bisschen. Da. Warrior's Helmet. Okay, dann lass mal gucken. Brauche ich eigentlich fast gar nicht weiter zu gucken, weil Paul... Da habe ich jetzt am ehesten das Bedürfnis, den zu schützen. Hier kommen auch nochmal plus 5 on top. Und hier, sie kann das gar nicht tragen. Okay. Dann bekommt das auf jeden Fall Paul. Ob es was bewirken wird, weiß ich nicht. Ich habe immer noch 2 Wege, was ich gerade ein bisschen belastend finde. Ich hoffe, dass das jetzt hier... Ach du grüne Neune. Ich versuche mal abzuhauen. Das war irgendwie klar. Warte. Boah, bin ich jetzt hier gefangen? Ich wette, die beiden muss man machen, weil die zu gute Stats haben. Das würde ich gerne umgehen, aber ne, keine Chance. Bitte, dann machen wir das halt. Ich könnte halt auch überlegen, immer wieder sein Dragon hier einzusetzen, ne? Dann hätte ich aber pro Kampf 4 WP, also 4 von diesen Fruits. Die heißen gar nicht WP, ich habe den Namen vergessen.
Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier Heilung und Angriffe von Nina mit reinnehme, dann kommt das wahrscheinlich diesen 4 Fruit-Einsätzen gleich. Ich mach das jetzt. Ich habe nämlich keinen Bock, weil ich weiß, dass dieser Kampf sehr lang und sehr zäh ausfallen würde. Und wird. Warte mal, ich gehe mal sogar so weit, dass ich jetzt alle in die Defensive hineinversetze, damit vorher auch idealerweise keiner stirbt. Ach ja, Eckbert können die auch. Ja, und natürlich alle auf den. Das ist einfach nur so krank. Ich bin so froh, dass der Drache jetzt kommt, aber ich glaube, kann es sein, dass sie sogar mehr Energie haben? Vielleicht sterben die jetzt nicht mal. Aber wenn ich jetzt richtig Pech habe, dann darf ich gleich nochmal in die nächste Runde. Keine Fluchtmöglichkeit, kein gar nichts. Da wird dir einfach so ein Drecksgegner vorgesetzt und ja, wenn du nicht gut genug vorbereitet bist, findest du deinen Tod. Ich weiß, so war das früher in den Spielen und viele mögen das auch, aber ich habe es gerne ein bisschen gediegener. Ich werde gerne dafür belohnt, dass ich mal ein bisschen Zeit in die Hand genommen habe, um zu leveln. Und stattdessen bekommst du ja einfach eine Watsche nach der nächsten. Aber ey, wenn das, ganz ehrlich, wenn das hier wirklich der letzte Dungeon sein sollte, dann ist das okay. Für den letzten Dungeon ist das okay. Aber wenn danach noch mehr kommt, dann ist das nicht okay. Dann finde ich das nicht gut. So, ich muss Fruits verteilen. 1, 2, 3 und 4. Muss jetzt einfach mal sein. Dann bekommt er von mir noch nicht einen Extrakt hinterher, aber so ein Help BL. Denn die Gegner scheinen ihn hier ganz gerne zu haben und ganz gerne in den Fokus zu nehmen. Deswegen macht das vermutlich Sinn. Shit. Ich glaube, ich bin aber im gleichen Raum. Ich habe nur hier den Zugang über den oberen Bereich und unten wäre das halt ein anderer Zugang gewesen. Jetzt ist natürlich die große Frage, welcher ist der richtige? Ich wette, einer von beiden wird der Weg sein, der mich zur Kiste bringt und der andere der Weg, der mich zum richtigen Hauptweg quasi geleitet. Aber mal schauen. Ich glaube, ich erspare euch das hier. Also Angel macht bei denen keinen Schaden. Ich habe das, glaube ich, gegen die schon mal ausprobiert, aber ich hatte das irgendwie so abgespeichert, dass bei Humus kein Damage rumkommt. Ich dachte, dass bei denen, dass das jetzt hier wieder ein bisschen anders gelagert ist, aber Pustekuchen. So, dann erstmal wieder den Smoke-Check. Ja, das hat sich genau so nämlich auch angefühlt, als wäre das schon abgeklungen. Da unten ist die Treppe. Da würde ich dann da oben rechts hinkommen. Ich wette, da ist auch eine Kiste. Oh, nee, ey. Und dann haben diese Drecks-Humus-Gegner natürlich auch noch die Ability, den Skill, meine Mitstreiter einschlafen zu lassen, ne? Was das andere nur noch mal doppelt und dreifach ätzend macht. Aber egal. Geschafft ist geschafft und es ist nicht der schlimmste Gegner. Man muss immer wieder sich vor Augen führen. Scheibenkleister, da oben ist eine Kiste, Mann! Okay, aber hier kann ich jetzt wenigstens abhauen. Oh, ist das alles belastend hier. Wenn du wenigstens mit einem ultra teuren Item für von mir aus 30 Sekunden die Encounter auf 0 setzen könntest. Das wäre so eine Erleichterung. Was mache ich jetzt? Ich will den Kisteninhalt haben. Ich werde jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Aber ich kann nicht, weiß ich nicht, 5 Minuten Kampf rausschneiden und dann 20 Sekunden sprechen und dann wieder 5 Minuten Kampf rausschneiden. So funktioniert das nicht. Soll ich an einem Part 3 Stunden sitzen? Und nein, es regt mich nicht wegen dem Let's Play-Kontext auf. Es würde mich auch aufregen, wenn ich es alleine spielen würde. Nur dann hätte ich im Hinterkopf nicht, dass das wahrscheinlich so ultra langweilig ist. Aber was willst du machen? So. Was wollte ich jetzt tun im Menü? Ich wollte gucken, ob Smoke noch aktiv ist. Ja. Jetzt den ganzen Weg nochmal. Und was auch eine coole Erleichterung wäre, das wäre auch so einfach umzusetzen, wenn du ja einfach eine Karte hättest, ne? Wenn du einfach sagen könntest, okay, ich habe hier einen Raum, ich bin jetzt hier irgendwie reingekommen, ich will gucken, wo vielleicht eine Kiste liegt, wo man vielleicht hinlaufen könnte, wo eine Sackgasse wäre. Aber das kannst du ja auch nicht. Du tappst ja halt komplett im Blinden und läufst von einem Messer ins nächste. Und weil ich so ein netter Mensch bin, schneide ich jetzt sogar die Heilungssessions auch noch raus und mache das offscreen. Damit wir uns... Oh, ich kann mal flüchten. Das ist toll. Wobei bei denen... Die werfen halt auch viele Erfahrungspunkte ab, ne? Das ist tatsächlich das Einzige, was ich im
im privaten Durchgang anders handeln würde. Weil diese Kämpfe hätte ich vermutlich nicht liegen gelassen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich bei so Doppelkämpfen, ich glaube, ich werde das jetzt auch machen. Auch wenn die Ressource dann irgendwann arg knapp wird und ich das vermutlich sehr bereuen werde, wenn ich dann vorm Boss stehe. Aber ich hole jetzt den großen Drachen und spare mich hier ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, was sie jetzt zusammen addiert. Die werden auch so an die 15.000 oder so geben. Eigentlich lohnt sich dafür ein Dracheneinsatz nicht. Aber die Ungeduld, die kickt hier gerade extrem. Könnte passieren, dass die nächsten Parts dann vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen, weil... Ne, nicht mal 15. Das ist sogar unter 14 gewesen. Ja, eigentlich nicht wirklich lohnenswert, wenn man mal ehrlich ist. Ja, es wird sehr, sehr knapp alles. Sehr, sehr knapp. Ich versuche mal im nächsten Kampf wieder die Fluchttaktik, nenne ich es mal. Ich könnte auch wieder verstärkt ein bisschen probieren, für eine Zeit zumindest mit Items zu heilen. Um meinen AP-Verschleiß so ein bisschen zu drosseln. Aber jetzt muss ich erstmal hoffen, dass wir hier halbwegs gut bis zur nächsten Treppe kommen. Es sind schon wieder diese Kackgegner hier. Klappt das auch irgendwann mal oder habe ich einfach nur Pech? Es kann doch eigentlich echt nicht sein, dass du hier mit dem Flüchten nie erfolgreich bist. Warum ist das so? Ich komme hier nicht raus. Okay, dann machen wir die. Ja, töte Nina gleich zu Beginn. Ja, toll. Super. Ganz toll. Bin begeistert. Darf ich jetzt? Kann vielleicht ein anderer Gegner kommen? Nee. Mega. Habe ich bei denen jetzt schon mal Angel ausprobiert? Bin mir nicht mehr sicher. War das nicht auch so eine Nullnummer? Ich versuche jetzt einfach nochmal mein Glück. Bei Gegner, die Deathcasten, die sind... Das ist eigentlich doch immer... Aber der hat... Ach, der hat die Schleife ja drin. Stimmt. Der hat die Schleife drin. Dann hätte ich jetzt beim letzten Try im Grunde genommen gar nicht verzagen müssen. Alles klar. Alles klar. Ich habe meinen neuen Lieblingsgegner. Okay, gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Wenigstens ein kleiner Lichtblick. Wenigstens ein Gegner, auf den ich mich ab sofort freuen kann. Und wo ich weiß, dass das gut investierte AP sind. So, jetzt direkt straight auf die Kiste zu und hoffen, dass der Weg jetzt nicht umsonst gewesen ist. Oh, schade. Oh, das ist aber hier mit Vorteil. Ich hau ab. Also, ich könnte die Erfahrung jetzt natürlich mitnehmen, aber die kriege ich auch anderswo rein. Stamina ist so ein langfristig statuserhöhendes Ding, ne? Ich kann das schon wieder sehr gut beschreiben. Increase in Stamina. Was ist denn Stamina nochmal für ein Wert? 111. Ich weiß gar nicht, was der macht. 176? Ah, okay, also wenn der hier allen davon rennt, dann wird das mit der Defensive zusammenhängen, definitiv. Dann tue ich mir wahrscheinlich am ehesten einen Gefallen, wenn ich das bei Paul zum Einsatz bringe. Weil er am häufigsten ins Gegnervisier gerät und vermutlich jede Form von Verteidigung gut gebrauchen kann. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde... Das Item hat jetzt diese Weglänge nicht wirklich gerechtfertigt, wenn ich ehrlich bin. Man hätte auch abspeichern können und dann jetzt hier nochmal neu laden können, ne? Aber ich ziehe das jetzt durch. Wie schnell sich das Blatt wenden und drehen kann, wollte ich sagen. Ich wünsche mir jetzt echt mehr von den grünen Reitern jetzt hier zu begegnen. Das wäre cool. Vielleicht ist bei denen hier Angel auch hilfreich und ich hatte beim letzten Einsatz einfach nur Pech. Aber ich bin gerade nicht mutig genug, hier AP-Experimente zu machen. Ich glaube, ich sollte mir auch angewöhnen, hier in den Kämpfen Chop-Chop einzusetzen. Weil das, glaube ich, knapp doppelt so viel Damage austeilt, wenn ich mich recht entsinne. Gut, dass hier ab und zu mal Konter auch zustande kommen. Ja, jetzt bringst du... Diese Special-Angriffe, wenn der Gegner eh schon kurz vorm Abnippeln ist, da krieg ich Plack bei. Da krieg ich Plack.
So, Nina, bleib wieder defensiv. Schaffen die auch so. Was? Too weak. Na, Gott sei Dank. Die können also auch Death casten. Das war meine allererste Assoziation, als ich diesen Gegner zum ersten Mal gesehen habe. Die haben nämlich genau die Optik, ja. Ich meine, man soll Gegner generell, Leute, Lebewesen, was auch immer, nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber da stinkt förmlich, da kriecht der Tod schon aus deren Poritze, wenn du die nur siehst, ja. Da weißt du förmlich, was Phase ist. Bei den Gegnern trifft das Äußere definitiv zu auf das, was die können. So, den schaffen wir jetzt auch noch irgendwie. Vor allen Dingen, wenn ich Chop-Chop einsetze, kann Nina auch mal angreifen. Ich hoffe nur, dass ihr kein Death könnt. Das wäre nämlich sehr ungeil. Schade, dass da jetzt kein Konter bei rumkam, aber das ist egal. Den Kampf kann ich eigentlich rausschneiden, oder? Wobei wir dadurch jetzt auch nicht so viel Zeit gespart haben, davon mal abgesehen, aber egal. So, jetzt habe ich das Problem, ich weiß nicht mehr, wie ich vorhin gelaufen bin. Ich glaube, hier war der richtige Weg. Hey, Stan hat ein Level Up. Oh. Und der hat gerade was Neues gelernt. Ist das hier noch passiert, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber immer her damit. Oh. Was kostet denn der Spaß? Ich traue mich gar nicht zu fragen. Ach, da steht's ja, 26. Holy shit, ist noch ein Charakter, für den ich kontinuierlich AP brauchen werde. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das hier durchaus ein probates Mittel ist, den Gegnern hier was entgegenzusetzen. Oh no. Oh no. Die Entwickler werden bestimmt nicht so freundlich sein und haben hier irgendwo noch einen Händler oder sowas eingebaut, ne? Das wäre schön. kann ich eigentlich Exit hier casten? Ja. Ja. Das geht. Das ist auf jeden Fall... Ey, das ist für den Kopf, ist das gerade extrem wichtig, zu wissen, dass das geht. Warte mal. Ich guck mal eben kurz, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Smoke. Ja. Als hätte ich es geahnt. So langsam entwickle ich eine innere Uhr und ein inneres Gefühl für die Smokes. Oh no. Oh no. Ich glaube, das werden jetzt... Ey, ganz ehrlich... Mit Exit im Rücken, mit dem Wissen um Exit, bin ich jetzt einfach mal viel entspannter, was den Einsatz von solchen Drachen angeht. Oder von Drachen in solchen Kämpfen, keine Ahnung. Weil, wenn alle Stricke reißen, porte ich mich raus, kauf nochmal nach und nehme nochmal einen neuen Anlauf. Und dieses neue Anlauf nehmen wird auch ätzend sein. Klar, wenn der Punkt erreicht ist, man ist tief im Dungeon drin, man will wissen, wie es weitergeht, man muss alles nochmal machen, gar keinen Bock drauf, jetzt schon nicht. Aber gehört dann halt dazu. Es ist eine nette Hintertür im wahrsten Sinne, die uns offen gehalten wird und für die bin ich dankbar. So, man muss alles nehmen, was man kriegen kann. Denn das Spiel schenkt einem nichts. So, von hier aus, komme ich von hier aus jetzt an die Kiste? Ja, indem ich ja immer noch mal komplett rumlaufe, ne? Diese Schweine von Entwicklern. Und ich meine das augenzwinkernd, ja? Ich meine das augenzwinkernd. Das ist aber schon böse. Das ist schon böse. Sag mir bitte, dass das Breath of Fire 3 nicht so schwer ist. Bitte. Sag mir, dass das anders ausbalanciert ist. Oder ist das auch so grindlastig? Weil ich muss mit Stand jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich Breath of Fire 2 sehr grindlastig finde. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass du ohne Grinden hier gar keine Chance hast, hier in diesem Gebiet zu bestehen. Überhaupt null, gar nicht. Power Food, das erhöht meine Stärke, meine ich. Richtig? Power Food, Increase in Strength, jawohl. Power Food bekommt natürlich unser Paulchen. Ja, das ist okay. Schade, dass ich jetzt hier für keinen von meinen Hauptcharakteren eine neue Waffe oder so bekomme. Für Spa habe ich was gefunden und für Bow. Oh shit, bei dem Gegner weiß ich jetzt nicht. Zaubern oder nicht? Also eigentlich würde ich jetzt hier ungern Angel einsetzen. Ich hoffe, der macht jetzt nicht Death auf einen Charakter, der nicht Paul ist. Das wäre schön. Ja, den Critical Hit, den schenke ich dir. Das ist in Ordnung. Aber schön mit Death zurückhalten. Das wäre sehr liebenswürdig und freundlich. Dankeschön, Herr Skeletor. Warte mal, ich glaube, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Keine Risiken eingehen. Lieber einmal zu viel als zu wenig heilen.
Könnte eventuell sein, dass mein Smoke wieder abgeklungen ist. Oh nee, oh, ich hasse diese Gegner. Ich hasse die. Kann ich hier vielleicht flüchten? Bitte? Bitte? Lass mich doch einmal flüchten. Bitte? Bitte? Ich bin auch nett. Ich sag auch nie wieder was Böses über das Spiel. Okay, ich sag weiterhin böse Dinge über das Spiel. Es will's nicht anders. Ach so, guck mal, jetzt kann ich hier weiterlaufen. Okay, so kann man sich auch durchmogeln. Ich bin... Oh mein Gott, drei Kisten. Wo laufen wir zuerst lang? Oben oder unten? Ich tendiere zu oben. Einfach Bauchgefühl. Komme ich da vielleicht zu den beiden Kisten, die ich hier rechts von mir sehe? Das ist ein Gegner, der okay ist. Die sind mir im Doppelpack tatsächlich lieber. Weil ich da weiß, was ich mit Nina tun kann, tun sollte und wie ich an mit wenigstem Aufwand an viel Erfahrung rankomme. Aber alleine ist das dann nochmal ein bisschen was anderes. Na, willst du jetzt Death casten? Nee, ich dachte, das wäre ja der Super-GAU, ne? So kurz vorm Abnippeln dann noch schön irgendwie einen unserer Charaktere aus dem Leben reißen. Das machen die Gegner ganz gerne. Ich muss mir auf jeden Fall merken, guck mal, wenn ich da links lang laufen würde, muss ich nicht nach oben laufen, weil oben ist nichts. Das darf ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr mir gerade folgen konntet. Oh nein, den alleine will ich nicht. Ich will den nicht. Lass mich bitte raus. Der ist alleine, warum klappt das nicht? Ich weiß nicht. Na gut, dann bekämpfen wir den. Dann bekämpfen wir den. Warte mal, ist hier... Ich weiß gar nicht. Ah, diese Dinge habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber ich glaube, die werde ich mir, weiß ich nicht, für einen Boss oder sowas aufheben. Wobei das vermutlich für größere Gegnergruppen am sinnvollsten ist, einzusetzen. So, soll ich jetzt mal ein bisschen... Guck mal, mit Nina könnte ich das jetzt ein bisschen pushen. Macht zwar auch... Ja, obwohl... Ja, das war dumm. Sollte ich vielleicht eher bei zwei Gegnern machen. Wobei, wenn ich zwei von denen vor der Nase habe, dann hole ich ja meinen Drachen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Big Hand. Also, guck mal, es gibt ja auch Spiele, wo du innerhalb von Dungeons ab und zu mal so Ecken hast, wo du dich dann wenigstens wieder aufladen kannst mit Gesundheit oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und Breath of Fire 2 ist so gnadenlos. Ist so gnadenlos. Das ist für mich, glaube ich, von den Spielen aus alten Tagen echt so das Dark Souls unter den alten JRPGs. Ich weiß, es gibt da draußen sicherlich noch ein paar krassere Spiele. Da auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass das heute unspielbar sein soll, dass der Schwierigkeitsgrad richtig abartig sein soll und so. Da taucht Breath of Fire in solchen Aufzählungen in der Regel gar nicht auf. Verstehe ich aktuell auch nicht wirklich, woran das liegt, wenn ich mir das hier so angucke, aber es hat schon ordentlich einen Anspruch. Ich habe einen neuen Cure-Zauber gelernt. Ich scheine gerade in Levelsphären vorzudringen, wo man ab und zu noch neue Sachen bekommt. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Oh, ich habe schon wieder so viel Geld, ne? Ich kann mir so viele sinnvolle und auch sinnlose Dinge leisten. Ja, jetzt habe ich den Zauber, den ich nämlich haben wollte. Sehr, sehr cool. Du bekommst einmal die kleine Heilung und du auch. Und dann brauchen wir dann direkt auch wieder ein paar AP. Und das wird wieder teuer. Aber es ist, wie es ist. Bisschen Reserve haben wir noch. 1, 2, 3 und noch eine vierte hinterher von mir aus. Dann können wir, wenn wir eh schon dabei sind, auch dich noch ein bisschen versorgen. Und dann heilen wir einmal durch und dann haben wir wieder für eine gewisse Zeit Ruhe. Einmal die Heilung für dich, einmal die für dich. Ich würde hier gerne noch eine hinterher setzen, so. Und dann gucken wir mal, ob ich jetzt hier in diesen Raum reingelangen kann. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, eine Hero Armor. Das soll vermutlich Armor heißen. Warte mal, nee, die muss weiter oben sein. Ja, hier sehe ich sie schon. Protective Armor. Jetzt bin ich ja gespannt. Also alles, was unsere Defensive pusht, ist mir gerade sogar noch lieber als irgendwas, was den Angriff boostet. Das hier boostet beides. Aber zulasten meines heißgeliebten Vigors. Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass meine Charaktere langsamer werden. Ich will das nicht.
Bei ihm könnte ich es vielleicht am ehesten noch verschmerzen. Okay, Stan oder Paul? Paul kommt dann halt noch später an die Reihe. Aber hält halt mehr aus. Aber guck mal, hier geht seine Defensive auf plus 7 und oben plus 5. Das war, hier war das nur plus 5 bei der Defensive, ne? Ja. Also der Sprung ist da ein größerer. Aber der Verlust von Vigor ist auch ein größerer, wenn Paul das kriegen würde. Ich gebe das Stan. Ja, ich gebe das Stan. Einfach aus Gründen. Ich meine, am Ende nimmt sich das nicht allzu viel, würde ich meinen. Oh Mann, ey, wenigstens diesen popligen Pissweg bis zur zweiten Kiste jetzt mehr schenken können. Ey, Mann. Sorry für den Rant. Beim nächsten Mal habe ich mich bestimmt total beruhigt und so. Oh, Mother RB, das ist das 28.000 Dollar, hätte ich gerade fast gesagt. Das überteuerte Equipment-Teil, von dem ich jetzt herzlich wenig haben werde. Ich habe ja sogar in der letzten Folge war das, glaube ich, ein so ein Ding weggeschmissen, ne? Ja, nö. Eigentlich keine Verwendung für, sonst hätte ich es ja nicht zweimal. Schade eigentlich. Hätte ich mir ein bisschen was Besseres erhofft. Okay, ihr Lieben, ich werde in diesem Raum, auch wenn das eine denkbar ungünstige Stelle ist, jetzt den Part beenden. Ich muss mir nur noch mal kurz einen Reminder setzen, damit ich mich beim nächsten Mal zurechtfinde. Oben links bin ich noch nicht gewesen. Wenn ich die Treppe runterlaufe und nach links laufe, muss ich definitiv nicht nach oben, weil da sieht man auch hier, da ist eine Sackgasse. Und ich muss noch einen Weg finden, unten rechts an die Kiste ranzukommen. Da war ich nämlich auch nicht. Also oben links ist noch offen. Treppe runter und unten links ist noch offen und die Kiste unten rechts ist offen. Bei diesen großen Mammutviechern nehme ich immer den Drachen. Ich kann Exit nehmen und die grünen Reiter, die kann ich mit Angel killen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Erkenntnisse, die ich jetzt aus diesem Part gewonnen habe und die ich hoffentlich beim nächsten Mal dann auch einbringen kann. Also ich nehme jetzt hier 1 Stunde 10 Minuten auf, keine Ahnung, wie viel davon übrig bleibt. Ich werde das vielleicht auch so ein bisschen als Gradmesser nehmen, um für die nächsten Parts das ein bisschen vorausschauender einordnen zu können. Und ja, ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Hoffe, dass ich beim nächsten Mal mit dem notwendigen Elan und der notwendigen Frische wieder zurückkehre, weil ich finde diesen Dungeon hier echt anstrengend. Aber wir werden uns durchbeißen und das Kind schon irgendwie schaukeln. Ich bedanke mich fürs Durchhalten und fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!